Etundi und Mario Gavranovic und dann haben wir noch die Clumento, dann haben wir noch die Gigaui, dann die Gemiti. Live, Zürich Live. Guten Tag miteinander, mein Name ist Alessandro Di Fante und wir sind dabei bei Zürich in weniger als 93 Minuten, heute mit dem zweiten Teil. Dabei ist wie immer der Lukas Stocker und der Toni Gassmann und heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns, nämlich den ehemaligen FCZler, der Davide Giumento. Hoi Davide! Hallo miteinander! Du, erzähl mal, wie geht's dir? Alles gut soweit, danke vielmals, danke, dass ich hier mit euch dabei sein und über den FCZ darf. Ich glaube, in einer sehr guten Phase oder schönen Phase darf mit euch ein bisschen diskutieren. Jetzt, wie hast du die vergangenen Jahre miterlebt? Du bist 2016, hast du deine letzte Zeit beim FCZ verbracht und dann hast du dort auch den FCZ weiterverfolgt? Also gross Spiel habe ich nicht gross geschaut, aber ich habe natürlich immer noch im Kontakt mit gewissen Spielern, die auch vorher noch dabei waren. Und von dem her freut es mich jetzt umso mehr, dass in dieser Situation, wo jetzt der FCZ, also mit der Tabellenführung und der super Saison bis jetzt, aus dem Spielen sind. Du hast ja nicht einen unbedingt schönen Abschied gehabt vom FCZ im 2016, oder wie hast du das damals gesehen gehabt? Ich glaube 17 gewesen, kann das sein, oder ich bin mir gut, wie 16, 17. Saison 16, 17 ist es eben gewesen. 17, ja. Oh, Entschuldigung, dann ist es 2017. Ja, eigentlich ganz ein also traurig in dem Sinn, natürlich noch ein trauriger gewesen, weil einfach das letzte Jahr noch in der Challenge League, was natürlich, ich sage es, also nie dürfen passieren, aber ich denke mal, gewisse Sachen müssen vielleicht passieren, aber das ist natürlich letztes Jahr der Challenge League und eigentlich sehr wenig gespielt oder fast nie gespielt und von dem her allgemein so aufhören Fußballspielen hätte ich nicht unbedingt wollen, aber schlussendlich ist es okay, so wie es dann war. Ich möchte eben gerne mal auf die Abstiegssaison zu sprechen kommen. Wie ist das als Spieler? Erzähl mal du aus erster Hand ab dem Moment, wo klar war, Zürich ist abgestiegen. Ja gut, es ist, wenn ich so zurückdenke, ist das immer noch so klar, so wie eigentlich wie ein Schock oder was man das eigentlich gar nicht kann glauben. Ja, es ist natürlich klar, unsere Schuld als Spieler gewesen und einfach auch, würde ich sagen, Staff dazu und als Club vielleicht hat man auch Fehler gemacht. Und im Nachhinein, wenn man jetzt so zurückschaut, hat das, glaube ich, schlussendlich gleich etwas Positives gehabt von der Entwicklung jetzt vielleicht von ein paar Jahren weg, wie vor allem habe ich das Gefühl von der Entwicklung her hat es gleich etwas Gutes gehabt, aber natürlich der Moment, wo man das erlebt hat, ist das natürlich für die Fans und für die ganze Stadt und für alle, das ist natürlich ein Schock gewesen. Eben, da kann vielleicht der David vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie das von Anfang an gewesen ist. Ist natürlich speziell gewesen in dem Sinn, dass wie schon im 11-12 hat es schon mal so eine Situation gegeben im Winter damals, wo eine grosse Zahl von Spielern, guten Spielern, Stammspielern gegangen sind im Winter und nachher ist, man ist eigentlich dort nachher eine sehr gute Saison gewesen und dann hat man unverständlicherweise aus meiner Sicht dann der Urs Fischer nachher früher müssen gehen, weil nach der Winterpause nicht gerade Resultate gekommen sind. 15-16 ist ein bisschen ähnlich gewesen, hat man auch einen Wechsel gehabt in der Mannschaft. Und dann, man hat eigentlich mit der, im Vergleich zu den vorherigen Jahren, eher ein bisschen Rumpfmannschaft dann fast ein bisschen gespielt, ist mit Saison gegangen. Ist zwar immer noch eine gute Super League-Mannschaft gewesen, es ist nicht so, dass es wirklich eine schlechte Mannschaft war, aber einfach im Vergleich zu den vorherigen Jahren hat es doch einen ziemlichen Wechsel gegeben in diesem Sommer. Und von dem her, ist dann auch für mich dort wieder überraschend gewesen, dass dann Urs Meier relativ früh müssen gehen in dieser Saison, wo eigentlich von der Leistung her mit dunkel der Anfangssaison ist nicht so schlecht gewesen, einfach die Resultate sind nicht ganz da gewesen. Und dann hat es natürlich den Übergang gegeben mit dem Sami Hüppier,
wo ja, ein bisschen unglücklich war, wie der ganze Übergang ein bisschen lang gedauert hat. Dann hat er eigentlich, hat man das Gefühl gehabt, die Vorrunde gegen den Schluss von der Vorrunde ist eigentlich wieder ein bisschen Stabilisierung da gewesen. Auch Anfangsrückrunde mit dem Sanchez, der neu dazugekommen ist, der ziemlich die Abwehr stabilisiert hat. Man hat eigentlich relativ gut angefangen in der Rückrunde. Hat das Spiel noch gehabt in Basel, wo man 2-0 geführt hat. Und dann ist der Sanchez dort getroffen worden, glaube ich, vom Cedric Eiten. Das war ein relativ grobes Foul gewesen. Er musste raus. Und dann hat Basel noch das 2-2 gemacht in diesem Spiel. Und anschliessend hat es wirklich eine Niederlagenserie gekommen. Also die Stabilität war dann nachher nicht mehr da gewesen. Unter anderem eben der Sanchez, der gefehlt hat. Und weil nach der Winterpause haben wir das Gefühl gehabt, es kommt. Und nachher ist dann wirklich eine Niederlagenserie gekommen, wo es dann auch ein harter Kampf war im Abstiegskampf mit Vaduz und Lugano. Und am Schluss hat es dann nicht mehr gelangt. David, du bist dort im vierten Jahr beim FCZ gewesen. Ist das jetzt doch auch ein Schock gewesen? Würdest du jetzt auch sagen, der Ursprung ist die Entlassung von Urs Meier gewesen, dazumal? Ich glaube, das war sicherlich ein Punkt gewesen, nach drei, das sind glaube ich drei oder vier Spiele gewesen, von der Saison her. Ich glaube, nach dem dritten oder dem vierten Heimspiel ist das gewesen. Also Spiel in der Saison, ja. Ja, ich denke sicherlich nach drei, vier Spielen, gerade, wo die Saison angefangen ist, also natürlich ein bisschen zu früh einen Trainer gerade entlassen. Und nachher ist es extrem lang gegangen, bis der Hippie dann also gekommen ist und präsent war. Also ich glaube, es waren glaub, 5, 6, 7 Wochen gewesen, bis er dann da war und das erste Training. Und das war natürlich eine Phase gewesen, wo man nicht einfach so darf, auf die Schulter nehmen darf. Und ja, aber im Nachhinein ist man immer schleuer und so, aber dann das sind Entscheidungen gewesen, die noch der Club gemacht hat, um mir als Spieler einfach das Beste probiert zu machen. Aber es war sicherlich keine einfache Situation gewesen. Und dann im Januar in der Vorbereitung hat es ja Änderungen gegeben und das hat dann auch nicht gross etwas gebracht. Mehr, würde ich sagen, Unruhe wie sonst etwas. Und ja, und nachher schlussendlich ist es halt so gewesen. Ja. Du hast ja mit dem Urs Meier recht gut gehabt, trotzdem. Also er hat Du hast zu seinen Top-Spielern gehört. Was löst das in einem Spieler aus, wenn der Vertrauenscoach Nummer 1 nicht mehr da ist und das gerade nach 4 Spielen? Ja gut, jetzt persönlich, ich glaube, jetzt von der Karriere her als allgemein als Fußballer muss man damit zurechtkommen, oder dass es eigentlich zum Geschäft dazugehört, dass es mal dass Entlassungen gibt oder neue Mitspieler, oder jetzt mal also neue Trainer gibt. Und klar, wenn man mit einem gut ausgekommen ist und man hat ein gewisses Feeling, ist natürlich das extrem wichtig, weil man sieht in vielen verschiedenen Fällen, wie wichtig das ein Trainer für einen Spieler ist. Der gleiche Spieler mit einem Trainer weiß ich nicht, wie er ist, und dann vielleicht mit einem anderen Trainer passt es dann irgendwie nicht mehr, oder der Trainer sieht den Spieler nicht. Und das macht schon viel aus. Und ich glaube, mit dem Urs, also persönlich habe ich es sehr gut gehabt, und ich glaube, viele Spieler haben es wirklich gut gehabt, weil einfach menschlich, muss man schon sagen, menschlich ist auch verglichen mit vielleicht jetzt, ich will jetzt einfach fußballerisch gesehen allgemein, also menschlich ist er extrem, für das, was man in dem Business ist, würde ich sagen, bodenständig und extrem normal gewesen, was heutzutage nicht einfach ist zu finden. Was muss ein Trainer bringen, dass eine Mannschaft den Finger aus dem Arsch nimmt oder einfach gut spielt? Was hat bei euch gefehlt? Ich meine, mit dem Finger aus dem Arsch, das ist ja immer so ein bisschen eine Sache in dem Sinn. Ich meine, als Spieler will man immer auf den Platz kommen, probieren oder gewinnen oder auf jeden Fall eine gute Leistung zu bringen. Das ist ja nicht so, dass aber viele Sachen haben dort einfach nicht gestimmt. Aber ich würde sagen, die Ideen, die er hatte, und jetzt vom Training her, habe ich das Gefühl, seine Trainings sind sehr gut gewesen, extrem gut von den Übungen, von den Sachen. Aber der Zeitpunkt war vielleicht nicht der richtige, um Sachen auszuprobieren. Und er vielleicht als Trainer selber ist ja auch, glaube ich, in der Anfangsstation eigentlich, also noch nicht so Erfahrung kaum. Wir sind wirklich in einer Situation gewesen, wo es vielleicht, also im Nachhinein würde ich sagen, mehr Erfahrung gebraucht, oder jemand, der vielleicht Meisterschaft, Spieler, würde ich sagen, das erste Mal, und den Meisterschaft, Gegner und alles sicherlich besser hat kennt, wie das ist einfach alles so wie eine, würde ich sagen, man hat das einfach irgendwie so ein Experiment gemacht, und ja, schlussendlich hat es nicht wirklich funktioniert, aber das ist jetzt sicher nicht schuld, das sind, ich glaube, das ist eine Niederlage von allen gewesen, also es ist nicht so, dass der Hippie etwas in dem Sinn schlecht macht, also ich denke, das ist einfach
ist einfach ein Niederlag vor allen. Ich habe noch in diesem Zusammenhang noch eine Frage. Also ein Punkt, den man immer mit der angesprochen hat, nachher war die Kommunikation. Also wir haben erfahren, dass er nicht so mit den Spielern redet, wie andere Trainer machen. Wie hast du das erlebt? Ja, also ich war dort mal der Captain und ich habe noch zwei, drei Wochen eigentlich, hat ja eigentlich noch nie mit mir reden kann. Jetzt, wenn man auf die Zeit wirklich zurückgehen, ja, und Kommunikation mit den Spielern ist jetzt nicht wirklich sein Spieler oder der Spieler, den er oder am meisten einfach gesehen hat und auch mit dem, also kommunizieren, nicht wirklich, aber mehr wir als Mannschaft haben das, der ist der Bua gewesen. Dort mal und von dem haben wir von Anfang an gewusst, aber sonst mit den anderen ist schon wirklich. Man hat nie richtig gewusst, wo man so steht. Aber eben, wie gesagt, er hat die Spieler halt auch nicht kennt. Und ist alles ein bisschen schwierig gewesen, sagen wir es mal so. Aber gross kommuniziert hat er jetzt nicht. Also so. Und Liga hat er auch nicht gekannt. Ja, und das drückt mich jetzt auch ein bisschen interessant, oder? Wenn du sagst, ja, er hat mit dem Bua am meisten geredet. Bua ist sicher ein guter Fußballer gewesen, aber er ist ja jetzt nicht wirklich, er ist ja von außen gekommen, ist nicht wirklich einer, der jetzt wahrscheinlich gerade der war, der in der Hierarchie relativ weit oben war, sondern ein bisschen außenstehend. Also von dem her ist das wahrscheinlich von der Hierarchie her nicht wirklich ideal gewesen, oder? Wenn er mit ihm am meisten geredet hat. Also es war mehr so gewesen, dass von den Aktionen, die er einfach hatte, zum Beispiel, es hat andere Spieler gehabt, die auch die Position von Bua gespielt haben und er hat einfach klar immer gesagt, dass ist jetzt egal, ob der Bua trainiert oder nicht, er wird einfach spielen. Und da ist trotzdem mal, da ist ein Moment gewesen, wo gar nicht gut angekommen ist in der Mannschaft, jetzt so, wenn man wirklich zurückgeht und Sachen erzählen. Aber das ist etwas gewesen, wo nicht gut war. Also nicht jetzt wegen Bua, aber wenn ein Trainer das so offen sagt, vor allem für die Spieler, wo natürlich sagen wir mal Konkurrenz sind, in dem Sinn wissen, ja, sie können eigentlich trainieren und machen, was wenn er wird spielen. Was ja schlussendlich okay ist, aber so wie man es dort mal gesagt hat, ist das nicht wirklich, also das Timing und wie es kommuniziert worden ist, das nicht wirklich Top-Class gewesen. Man hat sich natürlich auch mit all diesen Beteiligten unterhalten, oder? Was hat man da miteinander besprochen? Wenn wir es genau wissen. man hat einfach gesagt, dass man nicht mehr wünscht, dass man der Mannschaft nicht gut tut und dass es einfach nicht passt und dass man negativ ist und einfach so gewisse Sachen. Und, also das ist jetzt bei mir so gewesen. Ich bin bei den anderen, ich weiß nicht, was bei anderen Spielern, aber ich würde sagen, vom Gefühl etwas ähnlicher. Oder gut, jeder hat eine andere Situation jetzt vom Vertrag noch. Ich weiß es nicht, wie es bei den anderen ist, aber bei mir war es einmal so gewesen, einfach nicht mehr wünscht in dem Sinn. Ganz ehrlich, man hofft immer, dass man Personen findet, wo ich sage immer, gut, auf das kommen wir wahrscheinlich nachher zu, ich sage immer, der Erfolg kommt schlussendlich klar, gute Spieler, gute Transfer, gute Mannschaft, gute Truppe, aber ich denke schlussendlich, wenn eine Mannschaft Erfolg hat, das fängt zu oberst oben an, du musst einfach gute Leute haben und wenn man noch ehrlich dazu ist, umso besser, aber ich würde sagen, es fängt mit guten Leuten an und wenn man das hat in einem Club, in allen Positionen, also ich rede jetzt nicht wirklich in allen Positionen, dann gibt es irgendwann auch mal eine große Chance, dass man Erfolg hat. Aber ohne das wird es schwierig. Und das ist einfach mal eine einmalige Sache, aber nicht irgendwie konstant irgendwie als Club also Erfolg haben. Und das es ist schon immer interessant, dass es das aber selten gibt. Also die Erfahrung habe ich jetzt persönlich gemacht, aber jeder sieht das natürlich anders. David, dann ist der Uli Forte kam, hat man einfach gedacht, du bist zu alt? Oder hat man einfach dann von dir aus die Motivation noch gefehlt? Oder wie war das dort? Also nein, also irgendwann, wenn man, ich weiß nicht, wie die gleiche Geschichte erzählen, irgendwann sucht man das Problem bei sich selber. Und wenn ich nicht gespielt habe, dann, oder sagen wir es mal so, wenn gewisse Sachen an mich passieren, heisst, dass man das so irgendwie zulässt. Und dann ist man schlussendlich selber die Schuld. Aber jetzt hier noch gross, schlussendlich, die Mannschaft, die wir hatten, ist,
hat man können zwei Mannschaften daraus machen und die Challenge die wahrscheinlich gewonnen kann. Also jetzt nicht nur eine, beide. Also als Trainer hat man nicht müssen ein Experte sein, zum dort zu wollen. Also mit der Mannschaft, die mir die Challenge die kann. Hat man jedes Spiel gewonnen, würde ich sagen. Also jede Entscheidung vom Trainer wäre okay gewesen. Ich nehme an, das war für dich sicher eine schwierige Zeit gewesen. Wie hast du dich können regenerieren? Ja gut, wir sind nach ein paar Minuten, oder 6-7 Minuten, nachdem das Saison fertig sind wir dann nach Kanada, also mit meiner Frau ist ja von Kanada, sind wir dann dort hergegangen und dann haben wir eigentlich dort ziemlich schnell angefangen, nach 2-3 Monaten mit Kindern einfach, also haben wir ich und einem Partner dort mit einer Fußballschule. Und dann habe ich immer, sobald ich konnte, einfach mitgespielt oder mitschütteln. Also das mache ich immer noch, das fehlt natürlich immer. Aber es ist schon, wenn ich zurückdenke, würde ich jedem sagen, solange der Körper mitmacht und man noch motiviert ist zum Trainieren und so, also wenn du spielst, solange das kannst, solange das noch magst und sagen wir, auf einem Niveau spielen kann, wo es aber, wenn es dir Freude macht, einfach spielt, solange das passt, würde ich sagen. Du bist ja für mehrere Jahre in Kanada gewesen. Ist das so? Ist so Kanada deine zweite Heimat nach deinem MLS-Abenteuer? Zweite Heimat würde ich nicht sagen, aber ich bin ein Ort, wo ich es extrem gut kann und dann natürlich Frau kennengelernt und Familie und ist schon etwas gewesen. Also ist ein Land, wo ich die 15 Jahre, wo ich gelebt habe, also wo ich die letzten 4 Jahre erlebt habe, also wo ich wirklich sehr schön finde, ja. Hast du noch Fußballspiel geschaut? Champions League, Juve, FCZ? Oder hat sich überhaupt gar nicht interessiert? Ist dir aus den Ohren gelampert? Nein, ich schaue Fußball extrem gern. Also, von dem her, dort war es ein bisschen schwierig, Match von der Schweiz zu verfolgen, aber von dem her, sind noch Champions League, gerne Serie A und Primera Division oder auch Bundesliga oder Premier League, je nach Spiel natürlich, aber Fußball selber schaue ich extrem gerne. Ich würde noch mal ganz kurz einen kleinen Abstecher machen zum Beginn von deiner Karriere. Du bist ja recht früh bei Juve gewesen und bist dann sogar für den Alessandro Del Piero eingewechselt worden. Das ist ein Traum von jedem angehenden Fußballjunior, oder? Ich muss dazu vielleicht noch sagen, Davide, dass der Alessandro auch eine gewisse Sympathie für den Club hat. Ja, das geht irgendwie von der Stimme her. Irgendwie gemerkt. Aber ich selber bin kein Juve-Fan, aber das ist okay. Wirklich? Also sagen wir mal, wenn ich eine gewisse Sympathie vor K muss ich, nachdem dass ich es erlebt habe und alles, bin ich natürlich extrem dankbar, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn ich sehe, wie das so abgelaufen ist, also so mit mir, also in der Zeit, wo ich dort war, muss ich sagen, ist es schon nicht so, wie man manchmal denkt. Also so weit, sag ich mal. Willst du genauer reingehen? Also nein, also früher noch sind es andere Zeiten gewesen, aber wenn ich sehe, wie man heutzutage auf schon bei der Juniorenabteilung auf Talent vom eigenen Club immer, sagen wir mal, sie aufbaut und Sorge hat und wenn ich sage Sorge, einfach einen Plan hat und man tut die Richtung an die erste Mannschaft quasi aufbauen oder auch wenn es ausgelehnt sind, wo man das wirklich professionell machen, dass dann die jungen Talente irgendwann zukommen oder einfach langsam an die erste Mannschaft aufbauen werden und dass nachher wirklich sorgfältig und mit Idee und der Vision das gemacht wird. Und das ist früher noch ganz schlecht gewesen. Das hat dir gefehlt, Karl, so für den letzten Funke zum Juve-Spielen werden, oder wie? Nein, das ist nicht jetzt zum sagen, wenn es so gewesen wäre. Ich sage einfach, es macht sicherlich einen Unterschied aus, wenn es einen Plan dahinter hat. Also wenn Vision, ein Plan, was sind die nächsten Schritte und all diese Sachen. Und nicht irgendwie einfach 80 Spieler ausgelehnt haben in verschiedenen Clubs und
ja, wenn dann mal einer 20 Goal schießt, wenn er ausgelehnt ist, dann vielleicht schauen wir mal unter den zurück oder so. Also nicht irgendwie, ja klar. Ich meine, bei anderen Clubs, bei grossen Clubs, sieht man ja, dass manchmal zwei, drei jedes Jahr in die erste Mannschaft kommen von den Jungen. Oder es ist einfach mehr ein Plan dahinter, sagen wir es mal so. Aber das ist allgemein in Italien. Darum sieht man ja, was in den letzten Jahren im italienischen Fußball so gut, obwohl sie jetzt die Euro gewonnen haben. Aber wenn man so schaut, ist ja nicht wirklich das Gleiche wie in anderen Ländern, also von den Spielern her. Gut, noch schnell zum das Thema abschliessen. Was bist denn du Fan in Italien? Was meinst du? Ich würde jetzt sagen, Napoli. Richtig. Das hast du aber nicht sagen, wo du bei Juve dabei warst, oder? Nein, ja gut, das wäre nicht ideal gewesen, aber das ist ja so. Das hätte niemand gesagt. Maradona in dem Fall Vorbild? Vorbild, einfach, ich würde sagen, sicherlich der Spieler, der am meisten, sagen wir mal, inspiriert hat und begeistert hat. Und auch heute noch, wenn man gewisse Sachen sieht, die einfach, ja, das war einfach einmalig gewesen. Wenn wir nicht noch schnell, ich will schon noch mit dem David noch schnell die zwei Cup-Finale ansprechen. Das war schon sensationell gewesen. Also, ja, vor allem der erste. Der erste war sehr schön gewesen, ja. Und der zweite ist extrem komisch gewesen und hat man nicht wirklich wollen, also können geniessen und auch nicht wollen geniessen, weil der Kopf ist natürlich, also das ist ja gerade noch frisch, zwei, drei Tage nach dem Abstieg gewesen. Und es ist extrem komisch, also am Tag und auch also mit den Fans und so, und ist klar, ist wirklich. Aber der erste war schön gewesen, vor allem in Bern gegen Basel. So, ja. Die 82 Minuten, dort hättest du können zum Denkmal werden und es hat ganz wenig gefehlt. Das ist mir noch speziell in Erinnerung gewesen, der Schuss, das sind so etwa 27, 28 Meter gewesen an die Latte gegen den Jan Sommer. Der Gavranovic hat es gefreut, weil dann hätte er noch können siegen können, das sagt er mir heute noch. Also es wäre so ein Moment gewesen, wie Walter Iserlin, DPR auch gegen Xamax. Von dem, wo man auch immer noch redet, oder? Der ist aus ins Lattenkreuz. Und das ist so ein Moment, das war ja so kurz vor Schluss gewesen. Und der FCZ war mit einem Mann mehr gewesen, der Sauro in den 66 Minuten vom Platz gestellt worden ist. Und Basel hat dort sehr stark gewankt. Sie sind auch nicht mehr vorgekommen, sie haben keine grosse Chance mehr gehabt. Und ich habe das Gefühl, das Spiel kippt. Also kippt, das ist schon lange gekippt zugunsten vom FCZ. Also das ist etwas, ja. So, wenn ich David Gümiento und der FCZ denke ich als erstes an den Moment. Dann hat es noch zwei andere Momente, die ich auch noch im Kopf habe. Da habe ich es noch angeschaut und es stimmt immer noch so, wie ich es im Kopf habe. Wobei, im Cup-Finale ist ja auch der Pass oder, zum Metundi, der zu der roten Karte geführt hat, ist auch vom David gewesen. Und dann auch der Pass, also der Ballgewinn vor dem 2-0, wo dann der Gavranovic macht. Also dem war wirklich ein Spiel von dir, oder? Kann man das so sagen? Ja, wenn alle Journalisten der Schweiz so geschafft hätten wie du jetzt, dann muss ich ehrlich sagen, dann wär mein Name auch ein anders gewesen in der Schweiz, ja. Das stimmt, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube nicht wirklich in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gewesen, also extrem, würde ich sagen, hart, aggressiv, also viel Zweikämpfe ja, aber Basel hat eine gute Mannschaft gehabt, aber wir hatten auch ein paar Spieler gehabt, eben Yassin, wo in allen Momenten etwas bewegen können, und Mario, ein Etundi und natürlich auch noch Spieler, die ich jetzt gerade wahrscheinlich vergesse, aber wir hatten eine gute Mannschaft gehabt, würde ich sagen, und wir haben gewusst, es ist möglich. Es hat irgendwie kurz nach der Pause einen Moment gegeben, wo der David Gallo rechts Flügel ganz also allein so seitwärts, 45 Grad Winkelluft, da Costa gelaufen ist. Und dann hat der Costa dann so eine Bewegung gemacht, glaube mit dem langen Bein, der hat den Schuss geblockt. Genau. Und das war die Chance, die grösste Chance von Basel. Und nachher ist ja dann das gekommen, dass mit dieser roten Karte, wo der Tundi der Fall gewesen wäre, oder? Und dann war eigentlich so ein Moment gewesen, wo man das Gefühl hatte, jetzt Zürich, die haben jetzt eine riesen Chance, den Markt zu gewinnen, also viel, viel grösser als je zuvor im Spiel. Basel hat sich dann eine Art in Verlängerung gerettet. Aber dann in der Verlängerung hat es eine Situation gehabt, wo es dann keine Penalty gibt von Basel und das ist der Xera und
hat doch so eine Situation gehabt. Ja, der Zio kommt allein. Ja. Er sagt, der Schera und dann Hebrum läuft die Straße und lässt sich dann ein bisschen gehen, aber wird auch zurückgerissen. Das war ja ganz heikel gewesen, weil der Schiedsrichter, ja. Man sieht, wenn es hier einen VAR gegeben hätte, bin ich nicht sicher, ob die rote Karte gegen den Sio wäre vielleicht dann nicht gekommen und der Penalty hätte es vielleicht gegeben. Ja. Das war eben gelb-rot gewesen, von dem wäre es beim VAR trotzdem durchgekommen, weil der VAR dürfen nur bei der rechten Rote eingreifen. Aber Penalty kann er entscheiden. Ja, das war eng gewesen, aber... Was speziell war, ist auch, eben, du hast es angesprochen, oder? Die Spieler, die haben ja die selber eine Phase. Wir haben das letzte Mal den Urs Meier bei uns gehabt, bei Zürich Live. Und er hat das ein bisschen erzählt, oder? Von selber einer Zeit, oder? Er hat einfach gesagt, ja, wenn ich solche Spieler in der Mannschaft habe, oder? Jetzt im Cup-Final haben wir ja quasi im Zentrum das Mittelfeld gehabt mit dem Schichaui und dem Buff. Also drei extreme Techniker, würde ich jetzt sagen. Und der Meier hat einfach gesagt, ja, wenn ich so Spieler habe, dann kann ich nicht einfach defensiv spielen. Da muss ich das ausnutzen, muss ich das spielerische Element betonen. Und ihr habt mit dem immer wieder auch gegen die grösseren Mannschaften, habe ich das Gefühl gehabt. Also gut, IB ist noch nicht ganz so gross gewesen wie heute, aber trotzdem schon sehr gute Mannschaft. Haben ihr auch mal auswärts geschlagen oder eben der FCB mal geschlagen und in der Meisterschaft einfach so Dritter, Vierter, Fünfter geworden. Wie hast du das erlebt, eben die Mannschaft mit diesen vielen technisch starken Spielern? Gut, jetzt persönlich glaube ich, dass die Saison, wo wir das 3-4-1-2 gespielt haben mit dem B-Rat, glaube ich, Steke Zojevic und den Philipp hinein, und den haben wir gespielt mit dem 5-4, also mit dem von mir aus gesehen das beste zentrale Mittelfeld in der Zeit, wo ich in Zürich war, mit dem Burim und dem Jappi. Mhm. Und den links haben wir den Schönbi gehabt. Rechts der Giko ab und zu, und dann ich bin auf dem Zeni gsi, und dann haben wir noch den Yassin und den Amin oder den Mario, je nachdem, oder den Tundi. Also ich glaube, in der Saison dort haben wir glaube nach 5-6 Spielen sind wir glaube Erster gsi, und dann sind wir auf Basel gegangen, haben wir dann eigentlich das erste Schweizer Spiel haben wir dort mal verloren gehabt, sind wir noch Zweiter gsi lang, und dann schlussendlich glaube sind wir Dritter gsi, weil wir katastrophale Rückrunde hatten. Aber vom Potenzial her ist eigentlich das, die Mannschaft hätte eigentlich sollen so überstoben sein, würde ich sagen, oder sicherlich mit Basel für den Titel spielen. Wo der Jappi ausgefallen ist, oder? Also wo er seine Verletzung gehabt hat, dann im November. Gegen Aarau dort mal, genau. Ich glaube, von der Qualität her, also wir sind extrem offensiv eingestellt gewesen und gleichzeitig wenn wir müssen verteidigen, haben wir auch können mit 5 verteidigen, wo der Schönbi extrem mitgeholfen hat auf dieser Seite. Und wenn wir den Ball hatten, haben wir mit dem Jappi und dem Burim wirklich 2 gehabt, die unter Druck extrem fähig sind, ruhig zu bleiben und den Ball zu halten und immer Lösungen finden und immer besser nach vorwärts spielen, dass wir auch noch Zeit haben, um richtige Entscheidungen zu treffen und nie wirklich unter Druck gewesen sind. Also ich habe das Gefühl, also, und hat auch Spass gemacht, so Fußball zu spielen. Also das war eigentlich die Zeit, die es extrem Freude gemacht hat. Aber du hast noch den Berat angesprochen, oder? Der steht dann auch ist gut reingekommen. Und hast du dann noch gesagt, eben sei in der Winterpause dann mal sei einer von denen gewesen, wo man nicht mehr mit geplant hat, oder? Und jetzt ist er Champions League bei Atalanta Bergamo, bei einem Spitzenteam in Italien, Stammspieler. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er in der Anfangsphase, wo er reingekommen ist, er sehr, sehr gut gewesen, hat mir sehr gut gefallen. Dann hat er so eine gewisse Phase gehabt, wo er ein bisschen Muskelaufbau gemacht hat, wo er ein bisschen weniger beweglich geworden ist. Aber hat sich das auch überrascht, dass der Berat dort nicht so hoch im Kurs war beim FCZ? Nein, also ganz ehrlich, der Berat ist extrem, also schon von Anfang als Junge, Timo sehr eine grosse Persönlichkeit gehabt und er hat nie Angst gehabt zum Spielen, was auch eine grosse Qualität ist, auch unter Druck für das, dass er auch so jung war. Und wenn man natürlich von hinten raus spielt und gewisse Sachen probiert, dann passieren auch Fehler. Aber ich meine, darum sage ich, es ist extrem wichtig, was man für einen Trainer hat. Wenn einer hinten raus probiert zu spielen und 2 Fehler macht und dann für 5 Spiele spielt man nicht mehr, darum sage ich, es ist wichtig, dass man einen Plan hat, eine Vision, eine Idee, wie man will Fußball spielen und nicht einfach, ja, jetzt probieren wir mal das, jetzt 2 Spiele funktionieren nicht, jetzt wechseln wir mal wieder und wechseln wir das Spieler, System, Taktik. Ich meine, der Fußball hat sich auch entwickelt und ich würde sagen, der Berat war sicher einer, der für eine Verteidiger extrem gut war mit den Füßen. Also er konnte extrem gut spielen, von hinten, er hatte nie Angst gehabt.
Und nachher das mit dem, hat den ganz normalen, also Aufbau und sagen wir auf Deutsch, und ein Grischit, also quasi jetzt einfach ein normaler Weg, also man hat einfach, als Junge braucht man einfach Zeit und man muss es muss erlaubt sein, Fehler dürfen zu machen. Und ja, für mich überrascht es, also mich überrascht es nicht, dass er wieder eine super Karriere machen ist, also gar nicht. Er hat ja letzten Mittwoch und Donnerstag 2 Goal geschossen, ja. In der Europa League. Ich war gerade in Italien gewesen, 2 Wochen, und es war gerade wirklich ein Thema gewesen. Weil dort hat Atalanta gespielt, am selben Tag, und nachher am anderen Tag hat er die 2 Goal geschossen. Das Verteidiger, der sonst noch nicht so viel Goal geschossen hat, insgesamt, gerade 3 in Europa, in 2 einmal. Und er hat natürlich einen Trainer dort, also ich hatte Gasperini 2 Jahre im Nachwuchs bei Juve gehabt. Und er ist natürlich ein Trainer, wenn Atalanta attackiert, dann attackiert jetzt mit 6, 7, 8 Spielern. Darum, wenn man schaut, bei Atalanta schießt immer extrem viele Spieler Goal, also nicht immer der gleiche, also Verteidiger oder Mittelfeldspieler. Also. Und von der Vorbereitung her ist einer, der natürlich extrem auf, macht extrem harte Vorbereitung. Also der Berat ist extrem fit, also sieht extrem fit aus. Und mag laufen und technische Qualität als Verteidiger hat er immer gehabt. Also darum ist das eigentlich eine sehr gute Kombination. Ich habe also einen Moment in Erinnerung, einfach die 2 von dir da, wie der eins war, das erste Spiel gegen GC, auch ein Weitschuss, auch wo sind 13.000 Zuschauer waren, aber man hat das Gefühl, es sind 20.000, 22.000 Zuschauer, das Stadion explodiert. Was hast du für so spezielle Erinnerungen von so einem Moment, so emotionalen Moment im Spiel? Ist das zum Beispiel auch einer gewesen? Das 1-0 gegen GC, das einzige Goal in diesem Spiel? Ja, das ist natürlich immer speziell, wenn man im Derby das entscheidende Goal schießt, also zum Sieg. Und ich würde sagen, die ganze Saison dort, also die ganze Saison, der Anfang der Vorbereitung, das ist, wo wir mit dem Moos Mayo angefangen haben. Und dort ist Pedro weggegangen und dann habe ich Szene übernommen. Und dann die Saison eigentlich. Ich hatte von Anfang an Freude gehabt und von Anfang an ja, ich habe das Gefühl gehabt, wir haben eine gute Truppe und wir haben es gut in der Mannschaft, dass wir da etwas bewegen und erreichen können. Und von dem her ist das vom Gefühl her und die Wichtigkeit in dem Moment ist jetzt, ja, es ist eine gute Phase gewesen, ein guter Moment. Ein Moment, wo ich anhabe, ist so gewesen, wo das hat auch medial extrem für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt haben wir auch eben die gute Mannschaft, die wir kennt, schon 2013, dort im September, haben jetzt Bern 1-0 gewonnen, eine rote Karte gehabt und nachher, 2 Minuten vor Schluss, bist du auch noch mit einer direkt roten Karte vom Platz gelogen. Und es ist der Vorteil, ist ja IB-Trainer, sie ist auf die Tribüne geschickt worden. Dort in dem Moment, wo der Rocha die gelb-rote Karte bekommen hat und dann noch ein zweites Spiel, der Wölfli ist noch, wir reklamieren auf Wart, das muss dort irgendwie wahnsinnig viel gelaufen sein und der FCZ hat gewonnen, oder? Das ist auch etwas, in anderen Momenten, in anderen Jahren wären wir dort zusammengebrochen nach dieser roten Karte, hat den Match verloren, wir haben noch gewonnen und eben sogar am Schluss noch das 9. gespielt. Und das hat wahrscheinlich eine unglaubliche Solidarität gesehen. Das ist auch wahrscheinlich auch aus deiner Sicht im Nachhinein noch eine lächerliche rote Karte gewesen, die du dort bekommen hast. Also ja, ich bin selber dort mal überrascht. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Also man hat das ja noch auch gesehen gehabt. Aber ja, es stimmt schon. In dem Moment sind glaube ich noch 10 Minuten gewesen oder so und dann noch einen Freistoß gehabt und alles. Aber letztendlich haben wir dann den Sieg mit heimgenommen. Und ja, ich würde sagen, es war schade, dass wir in selben Jahr mit dieser Mannschaft und wo man noch die, auch wenn man die Yassin, vor allem wenn ein Spieler wie die Yassin in der Mannschaft hat, und dann mit dem Jappi, mit dem Burim und dann ein Spiel, das wir hatten, das wäre wirklich, es hätte mehr möglich sein, würde ich sagen, in dieser Zeit. Und das ist ein bisschen, im Nachhinein ist das ein bisschen etwas, wo man denkt, ja, manchmal, ja, etwas wird halt dicht gefällt, damit man nicht schlussendlich dort oben war. Ich weiß jetzt von der Qualität her sicher nicht. Ich weiß jetzt nicht. Du hast Meier hat noch erzählt, auch eben, wo bei uns war, Afrika Cup war. Dann war dort Undi weg und nachher sind ganz viele Spieler verletzt gewesen. Also nicht nur dort Undi ist weg gewesen, auch noch Tunesier. Und dann sind ganz viele Spieler dann ein oder andere verletzt worden. Und dort sind dann nachher so dann abgesackt. Ja, das hat schon etwas, ja. Aber eben vor allem die erste grosse Verletzung, wo nachher der Jappi
wie der Japp ist mit seiner Art, auch wenn es manchmal in der Kabine können, Meinungsverschiedenheit oder gewisse Sachen. Der Japp ist wirklich die Person gewesen, wo eine Ruhe hatte und wo nicht viel geredet hat, aber wenn er etwas gesagt hat, dann wirklich alle zugelassen. Und eine unglaublich gute Person, die wirklich geschaut hat, dass allen gut geht und auch geschaut hat, dass der Mannschaft, als Gruppe gut geht. Also, wo er, neben der Qualität natürlich auf dem Platz, wo er extrem agil ist, ein ganz guter Fußballer. Ja. Für mich noch dort, das Abbeispiel, oder? Aarau FCZ hat vorhin Lukas schon erwähnt gehabt, das war ja die gleiche Saison gewesen. Die gemeinsame Nenner noch zwischen dem IB-Spiel und Zürich, wo du die rote Karte bekommen hast, und das Aarau FCZ, wo der Jappi so verletzt wurde, ist ein österreichischer Schiedsrichter, ein Schiedsrichter-Austausch. Den haben wir nachher auch nicht mehr gemacht, weil das ist so viel mal schlecht gewesen. Das ist mir noch in Erinnerung gewesen, weil eben die rote Karte dort so lächerlich war von dir und das brutale Foul, wo nachher zu einer gerichtlichen Verurteilung noch, zivilgerichtlichen Verurteilung noch geführt hat, oder? Von Beiser. Ja. Das habe ich auch nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass das zwei, dass sie von Österreich gekommen sind, also die Schiri dort mal in dem Spiel, das habe ich auch nicht gewusst gehabt. Jetzt, was du sagst, ist wahrscheinlich gut, dass, hat er wirklich keinen Sinn gemacht in dem Sinn, also. Spieler nicht kennen, oder? Ja. Es ist gleich, in der gleichen Phase hat der Sahn in Innsbruck ein Spiel gepfiffen, wo er auch so viele rote Karten gegeben hat und das Spiel völlig ausgeartet ist, also überhaupt nicht mehr im Griff. Und das ist auch ein Punkt gewesen, dass man gesagt hat, nein, hört auf mit dem Seich. Es ist so ein bisschen so zwei Leistungen in der Schweiz von diesen Österreichern und eben am Sahn in Innsbruck, die so katastrophal gewesen sind. Der FCZ macht momentan alles andere als eine schlechte Zeit durch. Toni, wie hast du das Spiel gesehen? Vergangenen Sonntag? Also so, FC Sion war absolut geladen gewesen und ich hatte fast so ein bisschen wie unter Drogen. Also so aufgeputscht. Das kann man natürlich auch mental, verbal machen, in der Garderobe und. Aber das war für mich so etwas gewesen, wo ich in dieser Art so schon lange nicht mehr gesehen habe. Einfach wie so viele Tacklings in die Beine gegangen sind. Und ich bin so froh gewesen, dass es den VAR mittlerweile gibt in der Schweiz, den ich so vermisst habe, den ich auch Jahre vorher schon gern hatte. Und ich glaube, der FCZ hätte diesen Match verloren, wenn es nicht den VAR gegeben hätte, wo bei diesen zwei Entscheidungen wirklich eingegriffen hat, so wie es einfach richtig ist. Und es ist am Schluss keine Diskussion gewesen, dass die Entscheidungen richtig sind. Wenn es Constantin bei dem Foul, wo zuerst die gelbe Karte kommt und nachher die rote im Mittelfeld, gegen den Gavare da. Nein, nicht den Gavare, es gibt den Gavare, der Penalty verursacht. Dass es nachher, dass der dann das so sagt. Also, es ist eigentlich für mich keine Diskussion, dass die beiden Entscheidungen gut verbessert worden sind. Und ich nebst dem, was in diesem Spiel gelaufen ist, hat es für mich auch noch etwas, dass ich so wie ein Vertrauen habe, auch wenn es manchmal vom VAR her Fehlentscheidungen gibt. Aber ich finde, dass es so gut, dass es der hat. Und das gibt mir ein grösseres Vertrauen, dass die Meisterschaft gerecht entschieden wird am Schluss. Oder einigermaßen gerecht. Und dass die FCZ da mehr Chancen hat, weil es eben der VAR gibt, als wenn es nicht gibt. Und das Resultat, dass es mal so unentschieden gibt, das habe ich so einfach hingenommen. Was ich in dem Moment was mich noch gestört hat, ist, aber das sieht man, wenn man weiss, wie viel das noch zu spielen gibt und was dann noch, das dann vielleicht noch zwei Minuten gewesen wären, hat es mich auf eine Art ein bisschen gestört. Ich kann es nachvollziehen, oder? Aus der Fansicht oder aus der emotionalen Sicht also kann ich es völlig nachvollziehen, aber vom Verstand her nicht, dass die Spieler nach der DZ jubeln, sondern dass sie nicht den Ball aus dem Netz geholt haben und einfach den auf den Mittelpunkt gesetzt und jetzt spielen wir nochmal zwei Minuten, jetzt hauen wir nochmal einen rein. Das wäre für mich noch, aber natürlich ist von den Emotionen her, das ist so aufgeladen gewesen, dass es einfach eine Lösung war und die haben gedacht, okay, jetzt ist es fertig, es geht sowieso nicht mehr weiter. Der FCZ ist mental so viel weiter als in anderen Jahren. Cemail ist immer angegangen mit dem Schiedsrichter geredet, oder? Er hat das wie so ein bisschen vorweggenommen, er ist auch in der ersten Halbzeit zweimal gefällt worden, wo es die gelbe Karte gab von diesen vier insgesamt, in der ersten Halbzeit schon. Und dass sie da einfach ruhig geblieben sind. Der ganze Tumult, der dann bei der roten Karte der direkte rote Karte stand, ist, dass Tramezzani dort noch so ausgeblieben ist, eigentlich gewesen, weil ein Sion-Spieler, also ich vermute, dass es so, dass ein Sion-Spieler am Boden gelegen ist und Zürich hat weitergespielt. Das hat nachher die ganze Unruhe, glaube ich, eben reingebracht vom Tramezzani her.
Und was er sich nachher geleistet hat, dass er dort auch noch auf der Stegen oben war, zwischen den Spielerbänken, finde ich eine absolute Frechheit. Und so etwas gibt es nur in Sion. Was der Präsident noch sagen oder der Trainer von Zürich sei ein Häus raus, aber selber macht es genau das Gleiche, jammert davor, die Welschen werden immer betrogen, beschissen von den Schiedsrichter und so weiter und so fort. Das ist doch auch, das ist, es geht ja ins Gleiche rein, oder? Also man kann nicht jemandem sagen, sie gehen raus, und nachher beklagt man sich so und geht nachher so in den Medien auf die Deutschschweizer Clubs los und auf die Schiedsrichter. Vor allem, wenn man so etwas bietet, was die geboten haben jetzt während diesen 90 oder 97 Minuten. Dort. Schüchtert das dich ein, wenn du siehst, dass all deine Mitspieler so hart getackelt werden? Also nein, ich meine schon, also das gehört natürlich dazu, aber man hat schon immer gespürt, dass es natürlich Spiele gegeben, die schon härter gewesen sind wie andere, würde ich sagen. Und sie ist sicherlich eine Mannschaft, also in der Zeit, wo ich jetzt noch gespielt habe, wo meistens die ein bisschen so gespielt hat, ja, würde ich sagen. Auf gewisse Spieler, also jetzt sowieso. Also. Lukas, was hat Zürich Kreativität gefehlt vergangenen Sonntag, dass es nicht zum 10. Sieg im Volk gereicht hat? Es ist also so, dass der Tramezzani, wie wir das auch schon ein paar Mal gesehen haben, dass wir die Analyse der Spiele in dieser Saison tut, ist ja der Trainer in der Super League, der sich am meisten der gegnerischen Mannschaft anpasst. Er tut immer System wechseln, je nachdem, gegen welche Mannschaft er spielt, und er hat jetzt einfach gegen die FCZ wieder einfach das System vom FCZ gespiegelt, also dass es vom ganzen Platz 1 gegen 1 Situationen gegeben hat, also es ist von dem her, so hat ein Spiel auch ausgesehen, also es ist immer 1 gegen 1 gewesen, schon rein taktisch gesehen und dann eben auch von der Einstellung her, wie es dann drauf gegangen sind, und von dem her ist es dann natürlich nicht so einfach gewesen, spielerisch etwas zu kreieren. Trotzdem würde ich sagen, die FCZ relativ gut gespielt. Es ist, hat relativ grosse Räume gegeben, halt dann auf dem ganzen Platz. Und schlussendlich, ja, ist mir im Moment, also die Mentalität ist einfach super. Also einmalig beim FCZ in der Mannschaft im Moment. Man hat grosse Konstanz, Standards, die funktionieren. Aber ich sage, das Pressing, das man aufgezogen hat am Anfang von der Rückrunde, ist jetzt in den letzten ein, zwei Spielen nicht mehr ganz so gut gewesen, rein von dem Zugriff auf den Gegner her. Aber ja, also insgesamt, ich denke, ist irgendwo haben wir können erwarten, dass es mal keinen Sieg gibt. Ich meine, nach 9 Siegen hintereinander ist es fast schon ein Luxusproblem, wenn man mal unentschieden spielt. Also, aber eben, wieder nicht verloren. Also das letzte Mal verloren im September, oder? Das ist Wahnsinn, wenn man nur die Meisterschaft anschaut. Und für mich auch, jetzt holt man das Unentschieden in der Nachspielzeit, oder? Und IB kassiert den Ausgleich in der Nachspielzeit und gegen St. Gallen auch. Also das heisst, in diesen 3 Spielen jetzt mit IB hat es 6 Punkte ausgemacht. Also wenn die Resultate anders wären, wo es um die Minuten noch geht, dann wären jetzt IB 4 Punkte hinten dran. Und jetzt sind es immer noch 10. Das ist eben, ich finde, das ist eine hervorragende Ausgangslage. Und ich sehe es genauso. Also es hätte mal irgendwie so Unentschieden geben können. Man ist eigentlich noch als Sieger hervorgegangen, weil man den Ausgleich noch geschossen hat und weil nachher 2-3 Stunden später das Resultat von IB genau dann umgekehrt gelaufen ist. Also Moral, für die Moral ist das so wichtig und so gut. Auch wie man hat sich auch das verdient. Also man hat so viel Mal haben wir aufs Goal geschossen, die Schüsse sind blockt worden, es ist knapp daneben gegangen, der Schuss vom Dumbia dort vor der Pause noch. Oder auch einmal eine Chance, wo man eigentlich auch aus Standard eigentlich einen guten Plan hat, aber dann hat der Domeragic aufs Goal geköpfelt, statt dass er hinter auf den hinteren Pfosten geköpfelt hat. Aber man steht bei mehreren Momenten nahe dran gewesen, auch an die Effizienz angekommen, die sie sonst eigentlich alles gehabt haben. Wie leicht ist es denn auch, so als Mannschaft in einen Abwärtsstrudel zu geraten? Jetzt sagen wir mal, Zürich hat jetzt ein richtiges Hoch gehabt. Ich bin ein bisschen ein brennendes Kind. Zürich ist recht, was Konstanz betrifft, in den vergangenen Jahren überhaupt nicht die Nummer 1 in der Schweiz. Sie sind ja einmal top gewesen, einmal flop gewesen. Wie leicht ist es tatsächlich wirklich in einen Abwärtsstrudel zu fallen? Vor allem jetzt in Form von einem FCZ. Was muss passieren, damit die wieder so schlechte Moral in der Mannschaft haben? Ja gut, ich meine, die Situation macht jetzt alles, also es wird wirklich schwer etwas Negatives zu denken oder glauben. Ich meine, die Situation ist jetzt wirklich, wie wir es vorhin angesprochen haben, top. Es sind 10 Punkte, sind viel.
Und ich glaube, der Mannschaft geht es gut. Aber wenn ich jetzt so auch ihr letztes Spiel, das ich sehe, ist, vor 3 Wochen war es im Derby. Also ich habe immer das Gefühl, Qualität ist da, also extreme Qualität, natürlich auch Erfahrung, jetzt zum Beispiel nur schon vom Semaili allein, was er als Fußballer erlebt hat und von seiner Erfahrung. Und den Trainer kenne ich nicht persönlich, aber die Ausstrahlung und irgendwie das Charisma, einfach sehr bodenständig, und ich habe das Gefühl, er weiß genau, was er macht, so, und die Ruhe. Also ich persönlich denke, dass da gar nichts wird passieren. Und klar, wenn einmal ein Resultat, oder ich weiß es nicht, bis am Schluss sind es noch viele Spiele, also es gibt Situationen, wo vielleicht mal einen schlechten Tag hast oder eine Mannschaft spielst, die in dem Tag besser ist und verlierst, aber ich glaube, die Saison wird Saison vom FCZ, und ich hoffe das auch von ganzem Herzen für den Club und vor allem auch für die Spieler, die ich noch Kontakt habe und ich noch von früher noch kenne. Du hast vorher von Marquesano, du hast einen Tonino angesprochen. Hast du Kontakt mit ihm? Oder siehst du dich selber in ihm? Ich würde sagen, wir beide lieben extrem das Essen. Bei mir hat es immer ein bisschen mehr gekriegt als Italiener. Nein, wir haben es vom ersten Tag, wo noch kam, ist natürlich in einem Moment gekommen, wo wir gerade abgestiegen sind, obwohl er beim FCZ vor ein paar Monaten vor unterschrieben hat. Und ist auch ein bisschen, also ist scheiße gewesen für ihn, weil er hat jetzt auch vom Weg her extrem lang gebraucht, aber manchmal halt im Fußball immer nicht immer gerade im richtigen Moment oder im Glück her. Hat jetzt, sagen wir, einfach, ist lang gegangen, bis er dort ist, wo er sich verdient und von seinen Qualitäten, wo er muss sein. Und von dem her freut es mich umso mehr. Ich gönne das am Tonino extrem. Und er hat ja schon von dieser Saison, wo noch Dani Dutzmann auch natürlich, wo wir den Cup gewonnen haben, wo er das sehr schöne Goal geschossen hat. Und er macht es jetzt super, und das freut mich extrem für ihn. Ich kann mich noch in dieser Zeit erinnern, wo wir bekannt haben, dass wir den ein gewisser Antonio Marquesano vom FC Biel übernehmen. Und ich kann mich an die Blickinterviews erinnern, wo sie gefragt haben, ja, wirst du auch zum FCZ gehen, wenn es absteigt? Und er hat etwa locker 5-mal gesagt, der FCZ wird nicht absteigen. Also, hast du dort eine gewisse Traurigkeit von ihm gespürt, dass er jetzt wieder in die Challenge League muss spielen? Ja, schon. Weil, von der Qualität ist es klar, dass ein Spieler wie jetzt der Tonino, viel zu lang gegangen. Wenn ich das sehe, und nachdem, dass er noch mit dem FCZ unterschrieben hat, hat er wahrscheinlich nie gedacht, dass er nochmal ein Jahr Challenge League heisst. Aber gleichzeitig hat er dort mal die Erfahrung gemacht von der Europa League, wo natürlich die Spiele, die er dürfen machen, gleich gewisse Erfahrung gesammelt hat, gestärkt hat und sich wie können in dem Jahr so quasi den neuen Club mitspielen und so gewöhnen und nachher schlussendlich ist ja gleich jetzt super gelaufen, wie es jetzt gegangen ist gleich top für ihn gewesen. Toni, ich habe eine kurze Frage an dich. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Der FCZ spielt insgesamt in dieser Saison mit 2 verschiedenen Formationen. Führt das nicht auch ein bisschen zu Überschaubarkeit vom FCZ? Also jetzt zum Beispiel Tramezzani, der jetzt können genau das machen, was der FCZ gespielt hat. Das kann es schon geben, aber das andere ist einfach, dass du eine Sicherheit hast, wenn du, sagen wir, vor allem, weil es nur eine Position mal veränderst aufs nächste Spiel. Und der Breitenreiter schafft es ja immer wieder, wenn einer draus ist, nachdem er reinkommt, dass er den wahrscheinlich auch durch das Mentale, durch das Schaffen mit dem, dass der parat ist, wenn er kommt. Und das sagt sogar ein ganz Junge, der jetzt das schon merkt, wie ein Jonto, der sagt,
es spielt eigentlich keine Rolle. Wir, wenn ich reinkomme, dann bin ich parat. Und das ist eben auch etwas, das ist vielleicht auch anders, als es auch schon war, oder? Wo wir später reinkommen sind und vielleicht nicht parat sind oder das nicht gesehen haben, die Chancen und nicht gerade sofort auf Betriebstemperatur. Und es gibt manchmal auch, hat auch schon Statistiken gegeben, und, wo gesagt worden ist, ja, es braucht, ein Spieler braucht 15 Minuten bis 20 Minuten, bis überhaupt im Spiel ist. Und dann kann man erst anfangen, und das darf man nicht spät wechseln. Und er hat das alles im Griff, ich glaube, weil er das einfach gut, sehr, sehr gut handelt. Ich kann da nicht so Bedenken. Das eine ist jetzt vielleicht, dass man sagen, ja, es könnten Sperren kommen, wie jetzt beim Sissé, da die 8 gelbe Karte. Und das kann bei wichtigen Spielern kann das einen Einfluss haben. Oder das andere ist, nachher, wie würde man jetzt umgehen, wenn man sehr viele Verletzte hätte plötzlich, oder wenn plötzlich ein und der andere einfach ausfällt. Jetzt war es vielleicht immer nur ein einziger gewesen. Dann ist mal der Blair im Gemeili mal, das haben nicht können spielen, dann haben wir andere können bringen. Ich glaube, es ist, der FCZ ist schon relativ eng dran. Also, man hat schon ein Gerücht, wo wichtig ist, dass das kann spielen. Die wichtigsten Spieler, wie eben beispielsweise Sissé, Marquesano, hat einen gewissen Schwachpunkt im zentralen Mittelfeld für mich, wo man weniger stark ist als gewisse andere Mannschaften. Und ich denke, eben auch hinten, wenn ein Aliti ausfallen würde. Also man spielt mit dem Gerüst, das man hat, jetzt die ganze Saison schon. Und die verheben wirklich vor allem auch die Außenläufer, die eine riesen Arbeit machen mit dem Guerrero und dem Borjanovic. Vorne hat man in der Vorrunde hat man das Gerücht gehabt, dass wo der Sissé nicht mehr so getroffen hat, dass dann gerade der Tosin sehr gut gespielt hat und der Nonto. Aber jetzt gerade in Sion ist es so gewesen, dass der Nonto zum ersten Mal nicht so einen guten Match gemacht hat, wo er reingekommen ist. Und es hat dann auch ein längeres Gespräch gegeben. Natürlich ein aufmunterndes nach dem Spiel vom Breitenreiter mit dem Nonto. Der hat selber gewusst, dass es besser kann. Aber ich denke, es ist alles ein bisschen, für mich ist es mehr am Seidenfaden. Also die Mentalität ist da und die wird bis Ende Saison da sein und man wird auch bis Ende Saison noch Punkte holen in der Schlussphase. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Aber von der Qualität her bis zum Schluss, dass das kann durchziehen. Also für mich ist es überhaupt noch nicht durch, also die Meisterschaft. Also ist für mich ist es noch sehr spannend bis zum Schluss im Moment noch. Ich habe gleich noch eine Frage, wie sehen denn ihr Qualitäten von den anderen Mannschaften oder so, wenn so, also allgemein von der Liga? Wenn man vergleicht, sagen wir mal, Basel und auch andere Mannschaften, ist es nicht wirklich genau gleich, wie sie mal, also auch von den Spielern her, würde ich jetzt sagen. Aber wie gesagt, ich bin zu weit weg, um das zu können. So, also zum Beispiel jetzt auch GC, also das Derby gesehen, vor 3 Wochen, ich glaube, und wenn ich zum Beispiel GC sehe, also das hat ja gar nichts mehr zu tun mit dem, was wir zu tun hatten, wo wir gespielt haben. Also von den Einzelspielern her, ich habe jetzt gerade, bevor wir das Gespräch haben, der Podcast, habe ich noch ein paar alte Matches angeschaut, von früher, eben von deiner Zeit. Und ich sage jetzt mal, der Fußball insgesamt heute in der Super League ist schon viel schneller und eigentlich auf einem höheren Niveau. Aber sicherlich die Einzelspieler und die Figuren, die es damals gegeben hat, oder, die hat es heute vielleicht nicht mehr so. Wobei Basel hat sicher von den Einzelspielern her sehr, sehr gute Mannschaft, aber sie sind einfach noch nicht zusammengewachsen bis jetzt als Mannschaft. Das sind eine sehr zusammengewürfelte Mannschaft. Sie haben einzelne Spieler drin, die schon lange dabei sind, die gewisse Mentalität einbringen. Rein von den Einzelspielern her haben sie sehr gute Mannschaft. IB natürlich eben mit diesen Abgängen. Ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich gesagt habe beim FCZ in der Saison 11-12 oder eben dort in der Sommerpause 15-16, also vor der Saison 15-16, haben sie jetzt einfach in der Winterpause gerade die Schwette, die weggegangen sind. Und das ist natürlich eben schwierig, wie du gesagt hast, zum Verarbeiten. GC, finde ich, hat jetzt auch, also rein von den Qualitäten der Einzelspieler her, haben sie ein paar sehr interessante Spieler, wie ein Bolla zum Beispiel. Oder ein Schmied oder ein Herz ist auch nicht schlecht. Sie haben ein paar interessante Spiele, sie haben eigentlich von der Qualität her auch eine relativ gute Mannschaft, aber eben, es fehlt ein bisschen die Mentalitätsspieler oder die Geio Spieler, Dabur. Die Mannschaft
Ein Gaio, ein Tabur zum Beispiel. Von denen jedes Derby zittert hat. Ja, also vorne, ja, das ist schon so. Also vorne im Sturm sind es damals schon besser aufgestellt gewesen, rein technisch und von der Torgefährlichkeit her, ja. Ein Punkt ist noch, dass natürlich in der Winterpause kann das so viele Änderungen geben. Das kann das ganze Kippen als St. Gallen, wo vielleicht unterwegs ist, aber auch viel Chancen vergeben hat oder so auch hinten Probleme gehabt bei Standardsituationen, wo jetzt ein paar Spieler dazu bekommen haben. Und die sind sofort integriert in diesem System. Und jetzt trifft er Dua fast wie er will. Und kommt jetzt auch die Pässe über, die er braucht, dass er dann allein die Situation hat. Und das ist jetzt zum Beispiel St. Gallen, ist im Moment sind die vorne dabei. Oder auch Luzern mit dem Mario Frick als Trainer, wo jetzt andere Werte da drin sind. Und wo vielleicht andere Spieler auch können wieder brillieren. Also das sind immer natürlich auch immer noch Gegner, wo jeder, also immer in einem Spiel, die können Zürich schlagen, auch auswärts. Das ist immer noch möglich. Und das finde ich ist ein Punkt, wo eben es ist manchmal ist vielleicht nur 4-5 Spiele lang, hat eine Mannschaft irgendwie einen Lauf und das ändert sich. Aber jetzt zum Beispiel St. Gallen und Luzern, von mir aus gesehen, Lukas, hast du ja geschrieben gehabt auf Zürich Live, das ist für mich, sie sind klar besser. Also Luzern in Genf, die erste, ich habe gehört, ich habe es nicht gesehen, ich habe im Fanradio von Luzern, die hätten eigentlich müssen 3-0 in Führung gehen. Die haben so grosse Chancen gehabt. Am Schluss macht der Ausgleich dann gleich noch, was eigentlich die letzte Vorrunde wäre, die hätten 2-3-0 verloren. Das ist anders. Ich persönlich verfolge jetzt den FCZ so mehr ab 2010, 12 so. Und ich muss schon sagen, vor allem auch Challenge League Mannschaften, die haben extrem an Guzzi zugelegt. Also, da kann dir der Toni sicher noch ein bisschen genauer erzählen. Toni, wie siehst du die Entwicklung von der Challenge League? Jetzt zum Beispiel mit dem FC Aarau, mit dem FC Winterthur, wo jetzt wieder oben mitspielt. Also, ich sehe mal, dass von unten nur immer Mannschaften kommen mit man einfach Qualität verbessern. Das macht mal den Druck. Also es ist dort ist ja darum, ist ja jetzt zum Beispiel, dass nur Kriens so absackt und die anderen haben eigentlich alle noch Chancen gehabt in der Winterpause, um den Aufstieg mitzuspielen oder sagen wir einen Barrageplatz. Und jetzt, im Moment, finde ich Aarau so stark, dass ich würde sagen, sie würden Lausanne wahrscheinlich schlagen. Das ist, manchmal kann es einen Unterschied geben, oder? Manchmal sind auch schon zwei hochgekommen, Barrage dort, wo Vaduz gewonnen hat. Gegen Thun. Aber es ist, also gerade jetzt Aarau spielerisch und offensiv vor allem sehr, sehr stark, kommen jetzt auch kein Goal mehr über hin. Also, jedes Spiel zu Null und was letztes Jahr in 8 Spielen haben sie die Hälfte von allen Goal, oder irgendwie so auf der grossen 40% die Hälfte von allen Goal. Das hat der Stefan Keller abgestellt, jetzt haben sie noch den Zvetkovic. Und vorne haben sie jetzt noch den Vladi noch geholt, der von IB ist, der vorher bei Iverdon war. Und die können jetzt einen bringen und die sind eher noch besser nachher. Also die haben eine sehr gute Bank. Und bei Winterthur ist es das, dass sie jetzt, dass der Alex Frey den Dreh gefunden hat, wie er die Spieler, die jetzt unter dem Lose anderthalb Jahre lang stagniert haben oder nur noch schlechter geworden sind, plötzlich wieder besser gemacht hat. Der hat auch irgendeine so eine Art, das ist auch eine Kommunikationsgeschichte. Also, dass er zum Beispiel, er kritisiert Spieler sehr häufig, er ist auch emotional an der Seitenlinie, aber er tut dann auch, er macht das auch positiv. Also gerade zum Beispiel der Alves und die Spieler wie ein Alves, wo vielleicht ähnlich wie der David ein Spielertyp ist oder so, das ist, der blüht jetzt so auf, der hat jetzt zwei Spiele angelegt, wo er das Doppelpack geschossen hat und das hat schon lange bei Winterthur keiner mehr gemacht. Das ist jetzt schon längere Zeit nicht mehr gegeben, mehrere Jahre. Und er ist jetzt einer zum Beispiel auch so ein Schlüsselspieler. Aber auch so die Jungen wie ein Ballet, der jetzt in der Rückrunde 3 Goals schon geschossen hat, der ausgelenkt ist von Wiel, dann weg ist von Wiel und dann zu Winterthur gekommen ist und dort irgendwie mehr so einfach so ein bisschen fast autistisch gespielt hat. Oder Glatayev, der einfach 1-1, finde ich, extrem ein guter Challenge League-Spieler ist. Und immer für Unruhe sorgt, wenn der den Ball hat. Man weiß nie, was er macht. Also, sie haben sehr viele interessante Spieler. Sie haben jetzt wirklich eine Breite. Die haben vorher genauso so gehabt, außer jetzt, dass der Demasainer dazu ist und da bediene ich, aber sie haben eine Breite
der jetzt auch wirkt, also der jetzt Qualität hat. Bei Aarau und Winterthur, für mich sind Aarau und Winterthur im Moment Favoriten. Und es kommt ein bisschen darauf an, bei Vaduz, das macht sehr viel aus, dass der Frick weg ist, glaube ich. Das macht viel mehr aus, als jetzt einfach nur so. Und dort hängt es davon ab, ob der Abgoal schiesst oder nicht. Und wenn der Abgoal nicht macht, dann hat Vaduz, könnte nicht mitheben vorne. Ich glaube, die haben die Qualität verloren hinten mit dem Denis Simani, der zu Luzern gegangen ist, der eben macht, dass sie hinten nicht mehr so stabil sind. Also insgesamt, auf deine Frage, Alessandro, zurückzukommen, für mich die Challenge League ist besser geworden, obwohl es nicht so einen grossen Tunnel hat, wie sonst damals, wo GC drinnen war, wo Servette drinnen war, wo Lausanne drinnen war, wo Zürich drinnen war. Aber die Qualität im Durchschnitt ist von mir aus gesehen grösser. Ich habe nochmal eine Frage, darf ich? Nur zu. ein Spieler, der mir also ich habe nicht viel gesehen, aber so von der Ballbehandlung und so von Zürich, Krasnici. Ja. Der ist ein FCZ-Junior, oder? Also der hat alle die Juniorabteilung alles vom FCZ gemacht, oder? Das ist richtig, ja. Also er ist schon von sehr klein auf. Ist natürlich schon ein grosses Talent gewesen. Man hat jetzt noch weitere die Junioren, die ähnlich gut sind im Moment, die jetzt noch U18 sind oder U16. Aber er ist natürlich im Club schon sehr, auch in der Clubführung natürlich schon vor Jahren haben wir ein bisschen auf ihn gesetzt, oder? Dass wenn er mal rauskommt. Und jetzt hat er ja 2 Jahre bei Wiel gemacht. Und er ist natürlich eben, wenn wir von dir geredet haben, oder von der technisch starken Mannschaft und kreativen Mannschaft, der hat so einen Spielwitz, wo ich ihn das erste Mal spielen gesehen habe, ich weiß nicht mehr, wo das war, U15 oder U16. Das ist so wie, ich bin also schon lange im Fußball, ich sehe extrem viele Spiele, hunderte von Spielen pro Jahr, aber darum ist man manchmal ein bisschen abgehärtet oder manchmal ein bisschen, ja, man hat vielleicht fast ein bisschen zu viel Spiel gesehen, aber da gibt es wieder so einen Moment, wenn man so einen Spieler mal sieht, also häufig gerade bei den Junioren wie der Krasnici, dann nachher geht einem das Herz auf, oder? Es ist so wie wenn man nochmal jung wäre, oder? Also man sieht etwas, so die Kreativität, der Spielwitz, so etwas Überraschendes, so kommt, oder? Das ist natürlich, von dem her habe ich dort natürlich schon immer darauf hin gelangt, bis der Moment kommt, wenn er dann das erste Mal in der ersten Mannschaft spielt. Jetzt ist es so, dass er natürlich eine Phase hat, wo er auch ein bisschen lernen muss. Oder? Er hat nicht immer gute Match gehabt, aber man sieht, sein Potenzial ist natürlich gross. Und wenn er jetzt noch die Schritte macht, wo er das, was er noch braucht, was er noch lernen muss, dass er ein bisschen konstanter wird, dass er ein bisschen cleverer wird, auch in der Rückwärtsbewegung und in gewissen Situationen, der andere Breitenreiter setzt ja auf ihn, also tut ihn auch stärken, wenn er mal nicht so einen guten Match gemacht hat. Und von dem her ist sicher etwas, wo man jetzt, wenn man jetzt vielleicht noch über den FC Basel redet, wo der nächste Gegner ist, die haben ja in der ganzen Vorrunde haben sie keine einzige Spielminute gegeben einem Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Also das ist Wahnsinn, oder? Wenn man den FC Basel auch von damals noch schaut, oder, wo du noch gespielt hast, wie der ist, das noch ganz anders gewesen. Und beim FCZ haben wir immerhin den Bledian Krasnici und noch 2-3 andere, die gespielt haben. Aber es ist auch beim FCZ jetzt in den letzten 1-2 Jahren ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zu der Zeit beim Manje, wo die Jungen sehr viel gespielt haben. Aber eben Potenzial bei den Junioren ist rum. Also macht die Juniorabteilung angeht, eigentlich einen guten Job. Ja, sicher. Es ist immer ein bisschen jahrgangsabhängig, oder? Aber jetzt zum Beispiel die aktuelle U18 ist jetzt 3, 4, 5 ziemlich talentierte Spieler. Und auch in der U21 hat es Spieler, die gewisses Potenzial haben, die es noch arbeiten können. Ja. Ich glaube aber eben, dass der André Breitenreiter jetzt halt ein bisschen immer noch der ist, der sehr viel Konstanz hineinbringt in seine Mannschaften. Er hat bei seinen Mannschaften in Deutschland, wo er vorgegangen hat er eigentlich immer einen recht hohen Altersschnitt gehabt. Er hat ja bei Schalke damals schon ein paar Spieler spielen lassen. Das erwähnt er auch immer gern, oder? Dass er den Leroy Sané gebracht hat und so weiter. Aber er hat dort noch mehrere Talente gehabt, die er nicht gebracht hat. Also er hat einfach einen Jahrgang gehabt mit extrem hohem Talent, wo er die Hälfte hat er gebracht und die andere Hälfte nicht. Und er bringt jetzt den Krasnici und er ist halt ein bisschen konservativ in dieser Hinsicht, dass er glaubt nicht, dass er noch sehr viel mehr
wird bringen jetzt in dieser Saison. Der Erfolg gibt ihm natürlich recht, oder? Die ganze Konstanz, die der FCZ hat, ist ein grosses Plus im Vergleich zu den Mannschaften, die rein von der Nominell, von den Spielern her, von den Namen her, einiges besser aufgestellt sind und natürlich auch 3-4 Mal das grössere Budget haben, oder? Ich hoffe, David, dass du, nachdem wir jetzt die Super League analysiert haben, die Entwicklung, ich hoffe, dass du jetzt wieder ein bisschen mehr dich für den Schweizer Fußball interessierst. Nein, es ist nur darum gegangen, ich bin wirklich noch zu weit weg gewesen, aber dass ich will gerne den Sohn ins Stadion bringen und anfangen Match schauen. Von dem her, ja. Wie alt ist er? Der Sohn ist 7. Ah, schon, okay. Er jongliert schon mehr wie Erwachsene. Also er hat einen guten Trainer gehabt. Papi hat einen guten Job gemacht bis jetzt. Gerade zu dem Thema. Willst du mal noch ins Fußballbusiness wechseln? Also wie meinst du? Also jetzt ich? Ja, genau. Möchtest du jetzt eventuell mal trainieren? Ich mache so eine Fußballschule oder Akademie. Bin ich am Aufbau, also hier in der Ostschweiz jetzt mit vor allem mit den Jungen, mit den Kleinen, also nicht irgendwie etwas auf Trainer in dem Sinn, also mehr so Kinder dürfen inspirieren und begeistern und ihnen selber auf dem Platz Sachen zeigen, nicht jetzt grosse Geschichten erzählen, einfach ihnen das etwas zurückgeben, aber wirklich den Kleinen. Das habe ich damals in Kanada in dem Stil so auch gemacht, in den letzten 3 Jahren. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ist doch etwas Gutes für dich. Ja, mit wenn man sehen, was schon also möglich ist in dem Sinne, ich meine, in dem Alter haben sie wirklich Spass und Freude, aber dass gleich in etwas gezeigt wird und dann, wenn man die Begeisterung bei den Kleinen, bei den Jungen sieht, und dann, wenn es besser wird, wenn sie etwas Neues lernen und die Begeisterung, das ist schön, ja, macht Freude. Und machst du das allein oder machst du es mit anderen zusammen? Also in Kanada hatte ich einen Partner, der auch Fußball gespielt hat, in Deutschland ein bisschen, und so ist ein Kroat gewesen, und haben wir so eine Indoor-Facility gehabt. Da ist es ein bisschen schwieriger jetzt, weil einfach so von der Fabrik her oder von der Räumlichkeit her habe ich jetzt im Moment nicht wirklich etwas gefunden, das passt. Aber jetzt mache ich es einfach so mehr mit Plätzen mieten und dann einfach so anfangen. Aber ich fange das allein an, ja. Wir haben schon von dir noch geredet und deinen Beziehungen. Kannst du etwas uns sagen über den Erik Hassli, wie es ihm geht? Der Erik ist jetzt in Amerika und ihm geht es eigentlich gut. Er hat mit dem Fußball so eigentlich auch also nichts mehr zu tun. Aber sonst geht es ihm eigentlich gut, ja. Wird auch hat auch ein paar Kilo mehr. Sonst alles gut. Ja, wir haben eine gute Zeit gehabt, mal viel Freude auf dem Platz, wenn wir zusammen spielen bei Vancouver, also in MLS. Bist du auch wegen ihm zum FCZ gekommen oder hat das mehr mit dem Rolf Ringer zu tun gehabt? Ich habe dort mal schon das Telefon vom Rolf bekommen, aber der Erik und der Alle haben natürlich gesagt, hey, Gang, das wäre super, kannst du zurück in die Schweiz, aber vor allem auch zu einem super Club. Hast du sonst noch mit so ehemaligen Spielern, wie zum Beispiel mit einem Yassin Chigaoui, wo heute noch bei den jungen FCZ-Fans, wenn sie sehr wahrscheinlich nicht grosse Spieler gesehen haben, mit so einer Ikone, habe ich jetzt mal noch Kontakt oder gehörst du vielleicht auch mal noch an Amine Cermiti oder? Ja, also den Yassin habe ich jetzt gerade noch, bevor ich noch zurückkomme jetzt in die Schweiz, mit Yassin mal telefoniert, also uns gesehen, also FaceTime und also wir haben es immer sehr gut gehabt und der Tag, wo ich dort mal gegangen ist, ist eigentlich für mich persönlich ist sehr traurig gewesen, weil er hat auch also darunter gelitten, man hat natürlich immer viele Sachen gesagt, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen haben, jetzt das hätte dann, glaube ich, manchmal schon auch ein bisschen mögen, obwohl er das natürlich nie gezeigt hat. Durch seine Verletzungen, meinst du, oder? Ja, dass er irgendwie einfach eingereist ist und so. Verletzungen schon, aber man hat nachher schon immer, also vorher weiß ich nicht, aber als ich nachher da war, schon immer auch Probleme gesucht. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es von den Medien war oder sonst auch Sachen, wo eigentlich, ich meine, Yassin war eigentlich ein Geschenk für den Schweizer Fußball. Also ein Spieler wie Yassin hat eigentlich
von der Qualität her hätte er ganz irgendwo anders müssen oder sollen spielen. Also wir sind, ich sage, dass wir haben Glück gehabt, dass wir die Yassin erleben dürfen. Das haben manchmal Spieler nicht ganz verstanden, aber nicht alle. Aber das ist etwas anderes. Aber ich persönlich habe das, also wenn man gesehen hat, was Yassin gemacht hat, jetzt auch nur schon, also jetzt auch wenn man jeden Tag im Training oder so, also ist etwas anderes gewesen. Also wenn er definitiv Verletzungen nicht gehabt hätte, dann hätte er zu einem Weltstar werden können. Ja, aber auch nachher, also nachher hat er gut, erst vielleicht ein paar Verletzungen gehabt, aber auch, ich meine, es ist noch vielmals so, dass man gesagt hat, er trainiert nicht oder das oder so, aber Yassin hat schon trainiert. Also extrem trainiert, wahrscheinlich mehr wie alle anderen auch. Man hat ihn vielleicht einfach nicht auf dem Platz nicht immer gesehen, aber das heisst, wenn er nicht trainiert hat, weil er genau gewusst hat, zum Beispiel seinen Körper braucht oder wenn er selber braucht, aber das kann ich... Er hat extrem, extrem viel trainiert. Also es wäre ja das gar nicht möglich gewesen. Also, dass man einmal auf dem Platz war und dann am Wochenende mit einem Sprint 5 Spieler auslässt. Oder wenn die anderen mit dem Kopf verteidigen und man will einen Kopfball machen und hat sie mit der Brust abgenommen, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Wenn er nicht trainiert hätte. Darf ich fragen, ob ihr auch euch über den FCZ unterhalten habt? Ja, so viel ich weiß, jetzt hat es einen Moment noch gehabt. Ich weiß nicht, was vor ein oder zwei Jahren, vor zwei Jahren vielleicht war, wo noch eine Rückkehr möglich war. Ich weiß nicht, wie das so sagen darf. Aber das ist, glaube ich, so der Fall gewesen. Aber das hat dann nicht geklappt. Wow, so schade. Spielt er jetzt eigentlich noch? Er spielt noch, ja, das tut nichts. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Nein, du hast etwas Sahel, ja. Das ist aus, ja. Jetzt habe ich gerade der grosse Rival genannt, das hätte ich natürlich nicht sollen sagen. Wie es ausspielt er natürlich, nicht bei Esperance. Aber er spielt nicht mehr so viel. Also ist einfach, ist er halt dort auch so ein bisschen der Spieler, wo, also eben wenn er spielt, dann müssen sie schon ein bisschen die Taktik ein bisschen anpassen. Aber ja, hat einfach so seine Einsätze. Ist natürlich dort auch ein grosses Idol in Sus. Also er hat dem Fall immer noch das Herz für den FCZ. Ja, das wird er immer haben, sicherlich. Auch noch zum Basel-Spiel kommen. Sag nicht. Da müssen wir ein bisschen schneiden, sonst sind wir über die 93 Minuten, die sind nämlich schon abgebrochen. Ja, Basel, nächsten Sonntag. Der Patrick Rahmen, überraschenderweise entlassen worden. Man hat ihn gerade noch vor etwa einem guten Monat hat man noch mit ihm eine Vertragsverlängerung gemacht. Man hat auf ihn gesetzt gehabt. Aber 3 Spiele gespielt, letztes Wochenende 3-0 gegen Lausanne gewonnen und er wird entlassen. Das ist ein bisschen fraglich, oder, Toni? Mir wäre es lieber gewesen, man hätte ihn nach dem Spiel gegen Zürich entlassen, als vor dem Spiel gegen Zürich. Weil das für mich immer noch ein Punkt ist, dass wenn ein Trainerwechsel ist, nachher die Mannschaft einfach ganz anders eingestellt ist und unter Umständen dann viel geladener ist oder mit Punkten kommt und auftreten tut. Das ist nie gut, wenn man gegen einen Mannschaft spielt, der Trainer entlassen worden ist. Vor allem nicht, wenn sie nicht so, sind ja nicht irgendwie in einem negativen Lauf rein. So einfach, dass sie Spiel um Spiel um Spiel um Spiel verlieren. Oder? Es ist, ja, ich kann es nicht gern gelesen, überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, ich mag ihn irgendwie, den Rahmen. Ja, so, obwohl er ein Basler ist, kann man so sagen, aber er ist irgendwie, hat etwas Authentisches, er bleibt auch ruhig und natürlich hat er vielleicht auch mal irgendwie noch andere Sachen angeprangert, aber man hat nicht so Projektionen, wo dann andere schuld sind und ein schlechter Trainer kann nicht sein, weil er hat auch eben den Milin Kresio trainiert, den Biel und den Marquesano und die haben dort auch einen tollen Fußball gespielt, also ich finde es schade, jetzt rein für ihn und ich finde es auch schade für den FCZ, dass die Situation jetzt so ist. Ich habe jetzt gedacht, ich kann mich jetzt freuen. Ist das jetzt tatsächlich ein Vorteil für Basel? Ja, das werden wir noch sehen. Also ich glaube, ein Nachteil für Basel ist es wahrscheinlich nicht. Es ist ja am Anfang, ist immer, kann ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gehen, oder? Wenn man in dem ersten Spiel bei einem Trainerwechsel, allerdings eben gibt es beim FC Basel halt diese Saison ein bisschen viel Wechsel.
bei den Spielern und dann gibt es jetzt auch noch einen Trainerwechsel. Ich denke, sie haben aber einen Assistenztrainer, der jetzt übernimmt, oder? Und er kennt die Mannschaft schon gut, ist ein guter Taktiker und ist für die FCZ jetzt sicher ein bisschen ein Nachteil. Muss jetzt ein bisschen ausgraben, die alten Lugano-Zeiten von Guillermo Abascal, wie er dort gespielt hat, oder, mit seinen Mannschaften. Aber man weiß dann doch nicht sicher, ob er dann mit dem FC Basel auch so wird auftreten. Eigentlich hätte man jetzt eigentlich gewusst, was man müsste machen, oder? Also auf den ersten Match aus Sicht vom FC Zürich. Weil in der Vorrunde hat man zweimal eigentlich auf die gleiche Art und Weise fast verloren. Also das erste Mal hat man verloren, beim zweiten Mal fast verloren, indem man gegen Basel wirklich sehr hohes Pressing gemacht hat. Und Basel ist einfach gut in dem, dass sie sehr gut können hinten raus spielen gegen ein Pressing. Und das hat zweimal nicht wirklich funktioniert aus Sicht vom FC Zürich. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man jetzt speziell im Heimspiel hat man schon noch etwas gut machen im Vergleich zu der Vorrunde, wenn man das überhaupt so sagen kann, bei dieser Riesensaison, die der FCZ hat. Aber speziell gegen Basel, wo man letzte Saison ja eine sehr gute Bilanz gehabt hat, habe ich mir schon etwas im Heimspiel ausgerechnet, dass man da jetzt das mal gelernt hat aus der Vorrunde und das mal vielleicht einen Heimsieg kann holen gegen den FC Basel. Das wäre für mich schon noch sehr erstrebenswertes Ziel. Aber eben, jetzt ist natürlich schwierig. Mit dem neuen Trainer weiß man nicht recht, wie Basel wird auftreten. Und da muss man halt auch vielleicht während dem Spiel ein bisschen taktisch flexibel sein. Was würde dir durch den Kopf gehen, Spieler? Würdest du an die Clubführung noch trauen, wenn du so ein Szenario siehst wie bei Basel? Also jetzt als FCZ-Spieler. Jetzt sag mir mal, du wärst Basel-Spieler. Als Basel-Spieler? Ich denke, Basel wird jetzt wahrscheinlich, also ich weiss, wie der Trainer kennt, das war Assistent ja. Und von der Art her vom Spielen ist jetzt einer, ich glaube jetzt gern von hinten, also hinten raus spielt. Gut, der Basel schon voll, glaub, gemacht, aber der ist jetzt extrem, glaube ich, aufs hinten raus spielen und so von der spanischen Schule. Aber ich glaube, Basel ist gefährlich, weil es einfach selber nichts zu verlieren in dem Sinn, dass wenn sie gewinnen, dann sind sie wieder voll dabei und für Zürich einfach, wenn Zürich wäre, ein gutes Resultat machen, dann ist in Basel, wird dann nachher für Basel schwierig. Also ist so quasi für Basel wie eine, wenn man jetzt über den Titel redet, wie so ein kleines, so ein Endspiel so quasi. Ich habe übrigens noch schnell geschaut, der Abascal hat mit Lugano gegen Zürich 1-0 gewonnen im 18. Das war in der Saison nach dem Göpsieg und hat im Mai dann drauf ein 1-1 gemacht zu Hause. Er hat zwei Spiele gehabt. Aber wenig, also zwei Goal geschossen, eins kassiert. Aber kann man noch davon ausgehen, dass der Abascal immer noch mit dem gleichen Spielprinzip spielt? Ich denke, wie er da wieder gesagt hat, also er hat schon gewisse Prinzipien, die man gesehen hat und wo er sicher im Grundsatz wird beibehalten. Die Frage ist halt einfach, tust du gross etwas ändern? Im Vergleich zum letzten Trainer, oder wenn du kurzfristig einspringst, wirst du nicht alles ändern können innerhalb von einer Woche und das wird er möglicherweise auch nicht machen, aber grundsätzlich beim Patrick Rahmen ist es immer ein bisschen so, er ist ein sehr Pragmatiker gewesen, oder? Also Patrick Rahmen, er tut immer versuchen, ein bisschen eine Mischung zu finden, gewisse Kompromisse auch eingehen zwischen verschiedenen Ansprüche, wo einerseits die Clubführung hat, wo die wichtigen Spieler haben, hat er versucht, das irgendwie zu deichseln, irgendwie zu vermitteln. Auch vom Spielsystem oder von der Spielart, Spielweise, ist es eine Mischung gewesen. Und ich glaube, der Abascal wird zumindest mittel- bis langfristig sicher viel stärker gewisse Philosophie versuchen durchzuziehen und das ziemlich konsequent. Die Frage ist einfach, wird er das schon in dem ersten Spiel machen? Standards war ein Punkt gewesen. Ich mag mich erinnern, Lukas, wir sind dort gewesen, wo der Schön bei der Auswärts geschossen hat, das Spiel in Lugano, Giovillo hat dort nach dem Corner das Goal geschossen für Lugano, also Standards war ein Punkt gewesen. Und nachher hat die Serie angefangen, dass sie immer nur noch gewonnen haben und zu Null, Lugano gegen Zürich. Aber das war dann nicht mehr nur Abascal gewesen, das war dann später unter den Nachfolger. Aber auch für einen stabilen Abwehraufbau und mit guten Standard Schützen, guten Standard Verteidiger, der Standard Goal macht oder Mittelfeldspieler, wie dort Giovillo. Ich glaube, es ist angebracht, langsam einen Punkt zu machen. Wir sind jetzt ein paar zwei Stunden am Telefonieren miteinander.
Danke vielmals, Davide. Danke vielmals, danke Toni. Lukas, Toni und Alessandro, giusto. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung und hat mich gefreut, mit euch auf ein bisschen über die FCZ diskutieren. Und ja, bis bald. Danke vielmals. Ich bin hoch erfreut und über die Präsenz, die du gehabt hast, jetzt auch über die Situation, weißt, was du noch alles hast können sagen, was du alles vor allem noch gewusst hast. Und ich merke auch, wie bedeutungsvoll dass das für dich war, oder? Das im Nachhinein so zu sehen, das war für mich ganz, ganz schön gewesen jetzt. Merci vielmals. Okay. Dann danke vielmals euch fürs Zuhören beim zweiten Part von Zürich in weniger als 93 Minuten. Und ich hoffe, ihr hört da beim nächsten Mal rein. Danke vielmals und ciao zusammen. Mit Undi und Mario Gavranovic und dann haben wir noch den Clumento, dann haben wir noch den Cicaui, dann den Gemiti. Live, Zürich live. Zürich live. Zürich live. Zürich live. Auf Zürich live.